auf dem Platz sein. Cottbus, das war gigantisch. Cottbus, das war großartig. Cottbus, ich bin stolz auf euch. Danke, dass ihr alle da wart. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken. Ich habe das letzte Woche nicht getan. Ich habe es vergessen, es war nicht böse gemeint. Aber wenn man sich Bilder aus anderen Bundesländern anschaut, aus Sachsen, wo Polizisten aus Bayern oder NRW rangekarrt werden, um friedliche Spaziergänge einzukesseln, dann kann man an dieser Stelle auch mal Danke an die Brandenburger Polizei sagen. Denn das hat alles hervorragend funktioniert. Wir waren friedlich, die Polizei hat das alles sehr professionell begleitet. Vielen Dank dafür. Ich habe so viele Sachen jetzt auf meiner To-Do-Liste, ich habe richtig Angst, irgendwas zu vergessen. Es geht mir jedes Wochenende so. Ich hoffe, dass ich diesmal alles hinbekomme. Also, als nächstes möchte ich hinweisen auf Veranstaltungen, die noch stattfinden. Morgen findet im Cottbus, wie immer am Sonntag, der Autokorso statt. Findet ihr alles im Internet, Bürger für Bürgerrecht organisiert das. Dann findet am Montag, ja im Grunde überall mittlerweile in unserer Republik was statt, aber gerade Sachsen ist ein Leuchtturm. In Bautzen gehen die Leute auf die Straße, also wer aus der Region Oberlausitz kommt. Kann dort gerne hingehen und auch in Guben findet um 18 Uhr ein Spaziergang statt. Am Dreieck startet das, könnt ihr auch gerne hingehen. Und ansonsten vernetzt euch über Telegram, schaut, was bei Facebook drinsteht und unterstützt den lokalen Protest vor Ort. Ich habe es gestern auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Wer mir da noch nicht folgt, macht das bitte, denn da gibt es immer die neuesten Informationen. Sehr wichtig. Aber ich habe dort geschrieben, alle Brandenburger Spaziergänger nach Cottbus. Und ich halte das für immens wichtig, dass wir Samstag hier alle gemeinsam Flagge zeigen. Aber was mindestens genauso wichtig ist, dass wir alle den lokalen Protest vor Ort unterstützen. Also egal, ob wir aus Kolkwitz kommen, aus Burg, aus Spremberg, aus Lauchhammer, geht am Montag auf die Straße, geht spazieren, ist mir egal mit wem, egal ob mit eurer Frau, mit eurem Scheidungspartner oder sonst wem, geht auf die Straße, denn es geht um unsere Freiheit. Und da müssen wir nicht nur Cottbus-Flagge zeigen, sondern überall in Deutschland. Ansonsten alle Leute, die Ordner gemacht haben, ich danke euch vielmals, dass ihr euch bereit erklärt habt. Ich habe eure Ausweise in der Arschtasche und ich habe keinen Bock, die mit nach Hause zu nehmen. Muss ich mich wieder irgendwie erklären, warum ich von irgendeiner wildfremden Frau einen Ausweis bei habe? Spaß, gibt gar keinen, der sich da beschweren könnte. Einen habe ich wieder. Eine Ordnerbinde habe ich wieder. Für jede Ordnerbinde gibt es einen Ausweis. Ihr könnt dann selbst gucken, wer welchen Ausweis haben will. Ist mir egal. Hauptsache, ich werde alle los und kriegt die Ordnerbinden wieder. Nein, also Spaß beiseite. Wenn der ganze Spaß vorbei ist, dann kriegt ihr die Ausweise wieder und dann ist alles gut. So, dann hatten wir letztes Mal eine kleine Spendendose. Ich stand hier vorne und nach 30 Sekunden war die Spendendose voll, weil ihr alle so bereitwillig mir euer Geld gegeben habt. Und ich war damit nicht in der Kneipe, das versichere ich euch. Ihr habt gesehen, es gab verschiedene Banner, die Technik ist super, alles ist super. Und das ist alles nur möglich, die Werbung auch alles nur, weil ihr uns unterstützt habt. Deswegen habe ich diesmal einen schönen Mülleimer mitgebracht. Das heißt nicht, dass das Geld, was da drin landet, für den Müll ist. Jetzt ist sogar das Geld schon rausgefallen. Sondern passt einfach mehr rein. Also auch gleich könnt ihr gerne vorbeikommen. Und egal wie viel ihr geben könnt, gerne was dalassen, dass wir dann nächsten Samstag wieder vereint hier stehen können. Bitte gebt mir jetzt noch nicht das Geld. Und es gibt auch eine Gegenleistung, und ich merke den Hinweis aus der Regie. Dort hinten, links von mir, stehen 2.500 Flyer. Die klären euch und vor allem eure Mitbürger über die Impfung auf. Da kommen Ärzte zu Wort, das ist richtig toll gemacht, richtig super gemacht. Und das hat einen Haufen Geld gekostet, diese Flyer zu bestellen, drucken zu lassen. Also, lasst gerne Geld hier und deckt euch dann mit Flyern ein, verteilt die in der Nachbarschaft, im Freundeskreis und klärt die Leute auf. Also da hinten stehen die Flyer, nehmt die zahlreich gerne mit. So, haben wir fast alles, aber auch nur fast. Holt bitte alle eure Handylichter raus, wir haben das letzte Mal ein tolles Bild damit erzeugt und ich denke, das kriegen wir heute wieder hin. Gleich. Ja,
Ich bin geblendet von diesem schönen Bild Cottbus. Ich hab euch alle lieb! Wir sind Cottbus! Vielen, vielen Dank, Cottbus. So, wir haben in Brandenburg eine Landesregierung. Und diese Landesregierung, die liebt es, Verordnungen und Gesetze zu beschließen. Und ab dem kommenden Montag, also ab übermorgen, soll eine neue Eindämmungsverordnung gelten, laut der Versammlungen nur noch mit Teilnehmern bis zu 500 erlaubt sind in Brandenburg. Widerstand! Sprich! Widerstand! 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 Sprich, diese Landesregierung, die uns einsperrt, die uns Vorschriften macht, die wir uns jetzt noch vorschreiben, dass wir uns nur mit 499 Freunden zum Demonstrieren treffen dürfen. Sprich, ich als Versammlungsleiter soll nächsten Samstag entscheiden, wer mit mir hier auf dem Platz stehen darf und wer nicht. Und vielleicht kommen ja nur 499. Und das letzte Mal, da habe ich euch gefragt, kommt ihr nächsten Samstag wieder? Ich habe euch gefragt und ihr habt alle Ja gesagt, wie auch gerade eben. Aber jetzt frage ich euch nicht. Ich möchte, dass nächsten Samstag wieder jeder von euch hier auf dem Platz steht und noch einen mitbringt. Denn das Recht, seine Meinung in diesem Land frei sagen zu dürfen, ist nicht beschränkt auf irgendeine Teilnehmerzahl. Es ist unser Land, es ist unsere Freiheit. Die lassen wir uns nicht nehmen. Also Cottbus, wir kommen wieder, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Danke, dass ihr heute da wart. Ich danke euch, wir bleiben standhaft. Cottbus bleibt stabil. Wir sind Cottbus. Wir sind Cottbus. Wir sind Cottbus. Ich danke euch, wirklich. Ich danke, danke, danke euch. Danke! Und hier ist die Spendendose.